Herzlich willkommen bei Holzwägen TV. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man so ein kleines Schälchen mit einem angedrechselten Ausgießer bearbeitet. Dazu ist es notwendig, das Schälchen in zwei Arbeitsschritten zu fertigen. Zunächst wird die Außenseite mit der angedrechselten Tülle gearbeitet. Und das ist Arbeitsschritt 2, ist dann im Querholz die kleine Schale innen aushöhlen. Dazu benötige ich ein papierverleimtes Werkstück. Ich habe jetzt hier sehr genau ausgehobelt und präzise plan gehobelt zwei verschiedene Hölzer. Man kann selbstverständlich auch das gleiche Holz nehmen. Und das habe ich jetzt mit Papier verleimt, mit einem ganz normalen Zeitungspapier verleimt. Dadurch wird das Werkstück natürlich sehr anfällig auf eine Spaltwirkung. Und damit ich diese Spaltwirkung vermeide, benutze ich hier diese Vielzack-Mitnehmer und Vielzack-Körnerspitzen. Dadurch wird das Werkstück nicht auf der Drehbank auseinandergetrieben, was beim Drehen selber dann natürlich fatale Folgen hätte. Ja, wie das Ganze zustande kommt, das sehen Sie jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Wir nehmen das Werkstück zwischen die Spitzen. Das muss natürlich bei dieser Größe sicher eingespannt werden, die Handauflage anstellen und zunächst mit einer moderaten Drehzahl etwa im Bereich 600-700 Umdrehungen. Das große Überarbeiten nehme ich 27 mm Schrubbröhre. Und wenn das Werkstück dann runter ist, dann kann man auch mit der Drehzahl hoch. Wir sind hier jetzt etwa bei 1200 Umdrehungen. Ich drehe jetzt hier links und rechts eine kleine Schräge an und kann jetzt mit der vorbereiteten Sperrholzschablone den Durchmesser markieren. Und jetzt wird das auf das endgültige Maß abgedreht. Hier in dem Fall 135 mm Durchmesser. Möglichst zylindrisch. Kontrolle, ob die Schablone auch passt. Jawohl. Ja, dann kann ich also schon mal die Abstände einzeichnen. Vorne den Ausgießer, für den rechne ich jetzt einmal 2 cm. Dann gehe ich auf den Äquator. Und nach hinten das Ende der Kugel. Wir müssen jetzt hier weitgehend eine Kugelform drehen, die sollte auch ziemlich genau sein. Je genauer, je präziser wir also die Kugel drehen, umso gleichmäßiger ist später die Wandstärke unserer kleinen Schale. Hier sind wir jetzt im Bereich der Ausgießtülle. Ich habe also die Ausgießtülle mit 32 mm Durchmesser angelegt.
Da hat mit 22 mm gebohrt und da haben wir 5 mm Wandstärke. So. Hier hinten wird jetzt ein Fuß angedreht, abgestimmt auf das Futter, mit dem ich später weiter arbeite. Und jetzt beginne ich schon mit der rechten Hälfte der Kugel. Die wird zunächst einmal frei Auge angearbeitet. Ich benutze in dem Fall ganz gern eine 13 mm Schalenröhre. Die ist stabil, die federt nicht so schnell auf. Und damit kann man also das Werkzeug sehr sicher führen. Erst die Kontrolle mit der Schablone. Da, wo das Holz an der Schablone anliegt, da muss noch was weg. Und dann von der Kugel einen weichen Übergang zur Tülle, zur Ausgießtülle. Und immer wieder Kontrolle. Ja, für die letzten feinen Arbeiten benutze ich jetzt einen Schaber. Mit dem Schaber kann man eben viel feinere Späne abnehmen als mit dem schneidenden Werkzeug. Beim schneidenden Werkzeug hat man immer gleich einen Span mit der entsprechenden Stärke. Und mit dem Schaber, da kann ich also tatsächlich auf ein Zehntel Millimeter und noch genauer arbeiten. Sind immer noch so kleine Unebenheiten, die man da jetzt beseitigt. Ja. Dann kann man die andere Kugelhälfte in Form bringen. Auch hier zunächst einmal grob das Material entfernen, frei Auge. Ja, ich gehe jetzt da also schon ein Stück unter den Durchmesser vom Fuß, damit ich da später nicht so viel nachzuarbeiten habe. Die erste Kontrolle ausgehend von der rechten schon fertigen Hälfte. Die Schablone dann in die linke Hälfte bewegen und dann sieht man, wo das Holz noch an die Schablone anliegt, muss wieder was weg. Momentan noch mit dem schneidenden Werkzeug, weil es einfach noch ein bisschen gröber fehlt.
Ja, man muss da schon sehr präzise arbeiten, weil es doch mehrere Arbeitsschritte sind. Und jeder Arbeitsschritt bedeutet eine kleine Ungenauigkeit. Und in der Summe kann es dann nach hinten eben übel hinausgehen. Deswegen gleich von Anfang an so präzise wie möglich arbeiten, damit die Ungenauigkeit so wenig wie möglich ist. Ja, jetzt wieder die feine Arbeit mit dem Schaber. Wenn ich mit dem Schaber außen am Werkstück arbeite, nehme ich die Handauflage deutlich unter die Mitte, damit der Schaber schabt und nicht versucht zu schneiden, was fatale Folgen hätte. Ich habe jetzt hier so speziell so einen Seitenschaber angeschliffen, damit ich da bis in die Ecke reinkomme. Sind immer noch so klitzekleine Ungenauigkeiten, die beseitigt werden müssen. Ja, das ist natürlich so eine längerwierige Arbeit. Dann wird die Außenseite der kleinen Schale, also sprich dieser Kugel jetzt, geschliffen. Und dann kann man das zwischen den Spitzen herausnehmen. Ich benutze jetzt ein Futter. Und in dem Futter nehme ich den angedrehten Fuß auf. Hier schauen, dass es sauber sitzt, dass das Werkstück auch sauber rund läuft. Und jetzt können wir mit dem Reitstock mittels Futter und Bohrer vorne den Ausgießer öffnen. Ich bohre jetzt also hier mit dem Bohrer komplett durch den Ausgießer durch in die Kugel ein Stück rein, dass man da nicht so viel nacharbeiten müssen später.
Ja, dann schleife ich das Bohrloch noch mit dem Schleifpapier aus. Ich habe das Schleifpapier ein bisschen zusammengerollt, hinten mit dem Klebeband fixiert. Und dann kann man das also sehr schön wieder ausschleifen. Das sind alles die Dinge, die muss man also jetzt machen. Wenn ich das vergesse auszuschleifen, dann habe ich nachher über sehr viel Handarbeit. Das lässt sich also nur jetzt in diesem Zustand noch. Ja, dann kann der Fuß abgesägt werden. Ich säge nicht dicht direkt an der Kugel, sondern lasse ein kleines Stück stehen. Nehme jetzt in das Futter ein sogenanntes Kugelfutter auf. Das ist also ein Stück Lindenholz mit einer Mulde drin und drücke jetzt das mit einer stumpfen und gepolsterten Spitze, diese Kugel, in das Kugelfutter. Ich habe das schräg eingespannt. Und jetzt kann ich hier diesen Ansatz, der vom Fuß übrig geblieben ist, kann ich also jetzt ungehindert abarbeiten. Ja, man sieht jetzt sehr schön den Kernschatten, sagt man ja, von der Kugel. Und was jetzt da überhängt von dem Fußansatz, das wird jetzt vorsichtig weggearbeitet. Man muss sich da also sehr vorsichtig eben an die Kugel heranarbeiten, dass man da nicht zu viel wegnimmt. Ja, und dann kann auch schon geschliffen werden. Ich habe später keine Möglichkeit mehr, die Schälchen oder die Schale eben von außen maschinell zu schleifen. Das also muss ich jetzt alles machen. Gut. Dann ist das von außen fertig. Ich suche mir jetzt eine geeignete Unterlage. Ich nehme jetzt in dem Fall das Kugelfutter und nehme jetzt ein Küchenmesser, also eine schmale, scharfe Klinge, und spalt an der Papierverleimung, an der Leimfuge, spalte ich diese Kugel jetzt auf. Es geht am Anfang noch ein kleines bisschen zäher, aber drin ist, dann merkt man auf einmal, wie es sich öffnet. Ja, man hört es auch schon am Geräusch. Ja, es ist noch nicht ganz normal, ein kleines bisschen. Und schon habe ich zwei Kugelhälften, aus denen ich dann diese Schalen drechseln kann. Ja. Man sieht jetzt sehr schön das Bohrloch, das also bis in die Schaleninnenseite hineinragt. So, ich benutze jetzt eine segmentierte Planscheibe. Ich habe einen Zapfen weggeschraubt. Ich brauche diese kleine freie Stelle für den Ausgießer meiner Schale. Und die Schale wird trotzdem zuverlässig in dem Futter gehalten. Jetzt wird von der Unterseite der Schale ein kleiner Rezess angearbeitet. Zum einen für die Standfläche der Schale später und natürlich zur Aufnahme, damit ich die Schale von innen aushöhlen kann. Ja, ich habe in dem Fall jetzt 35 mm Durchmesser für den Rezess.
grenze den jetzt mit dem Schaber, mit dem Meißel schabend den Durchmesser ein bisschen ab und hügel jetzt mit einer kleinen Formröhre den Rezess aus. Das schaut jetzt zunächst ein bisschen arg tief aus. Also so tief braucht man es nicht. Das hängt aber damit zusammen, ich muss ja noch eine kleine Standfläche andrehen. Also der Rezess wird automatisch wieder ein kleines bisschen weniger tief. Und dann natürlich schleifen. Da hat man jetzt sehr schön die Standfläche gesehen. Ja, dann kann man die segmentierte Planscheibe entfernen. Ein kleines Futter aufgeschraubt. Und jetzt kann ich die Schale im Rezess auf dem Futter aufnehmen. Spreizend befestigen. Auch wieder darauf achten, dass es sauber rund läuft. Und dann kann man beginnen, die Schale von innen auszuhöhlen. Ich benutze jetzt wieder 13 mm Schalenröhre. Und beginne jetzt in der Mitte des Werkstückes. Arbeitsrichtung ganz klar, Querholz innen vom großen zum kleinen Durchmesser. Man muss jetzt hier mit der linken Hand auf der Handauflage ein bisschen Obacht geben, dass man nicht an den Ausgießer rankommt. Das wäre sonst eine sehr schmerzhafte Angelegenheit, also da muss man ein bisschen Obacht geben. Ja, man sieht hier sehr schön, so außerhalb von Schalendurchmesser sieht man diese Tülle fliegen. Also dann wird die Handauflage etwas nachgestellt. Die Handauflage sollte natürlich immer so nah am Werkstück wie möglich sein. Jetzt reiße ich mal mit dem Bleistift hier die Wandstärke auf die Fläche. Die gleiche Wandstärke wie an der Tülle, aber die Wandstärke ist diese 5 mm. Und man darf hier jetzt natürlich auch nicht zu extreme Spannabnahme nehmen. Bei 35 mm Rezess, da
sind so große Kräfte nicht angebracht. Die Werkzeugführung kommt absolut aus der Arbeitshand, also bei mir aus der rechten Hand. Die linke Hand dient lediglich dazu, das Werkzeug auf der Handauflage zu fixieren, dem Werkzeug Dreh- und Angelpunkt zu geben. Die Bewegung und der Vorschub wird ausschließlich aus der rechten Hand gearbeitet. Ja, dann muss man zwischendrin mal die Wandstärke kontrollieren. Man kann das bei so einer kleinen Schale durchaus auch mit dem Finger machen. So, und im Bereich des Schalenrandes schabe ich jetzt das Papier weg. Wäre zu mühselig, das mit dem Schleifpapier wegzunehmen. Vor allem mit dem Leim, der ja da benutzt wurde, der schmiert das Schleifpapier zu. Deswegen also schabe ich zunächst einmal das Papier weg. Da ist noch ein kleines bisschen Papier. Und dann geht es mit dem Schleifen später auch schneller. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Man muss hier jetzt natürlich ein bisschen Obacht geben. Ich kann also die Schale jetzt nicht mit 5 mm Wandstärke durchgehend bis in die Mitte bearbeiten. Ich habe von der Unterseite ja den Rezess drin. Also wird die Schale nach unten hin gleichmäßig langsam etwas, also die Wandstärke gleichmäßig langsam etwas dicker. Ja, mal Kontrolle, wie tief darf ich überhaupt in die Schale rein? Ja, da noch ein bisschen was kriegt. Ich habe also hier so einen untersten Bereich, im Prinzip schon fast auf der Ebene, kann man durchaus auch von der Mitte her ein Stückchen nach außen arbeiten, also vom kleinen zum großen Durchmesser. Aber größtenteils, vor allem im Wandbereich, ist die Schnittrichtung vom großen zum kleinen Durchmesser. Also ich versuche da nach Möglichkeit eine sehr schöne, gleichmäßige Rundung hinzubekommen. Dann fällt es auch nicht auf, dass die Wandstärke nach unten hin ein kleines bisschen dicker wird. Ja, dann wird mit einem kleinen Schleifteller mittlere Härte wird die Schale innen ausgeschliffen. Das geht natürlich maschinell einmal etwas schneller und natürlich auch etwas sicherer. Ja, wir haben da die Ausgießtülle und wenn ich da das Schleifpapier von Hand reinhalte, dann ist die Gefahr doch sehr groß, dass man
da an dem Ausgießer einhängt und einem das Schleifpapier aus der Hand reißt. Ja, dann den Übergang, die Ecke da von dem Ausgießer zur Schaleninnenseite. Da benutze ich so einen kleinen Schleifer, einen kleinen Lamellenschleifer. Da schöner Übergang, eine kleine Rundung anarbeiten. Damit das alles weiche Übergänge sind. Ja, und wenn man mit dem kleinen Schleifer in die Innenseite der Schale ein bisschen noch reinschleift, macht es nichts. Ich kann ja nochmal mit dem Tellerschleifer nochmal innen kurz nacharbeiten. Ja. Und wenn das ein bisschen verkratzt worden ist, dann kann man das nochmal nacharbeiten. Ja, jetzt spanne ich da so eine kleine Schleifwalze auf und dann kann man hier also den Ausgießer noch ein bisschen abrunden, ein bisschen in Form bringen. Ja, dann händisch noch ein bisschen die Kanten brechen. Die letzten Feinheiten. Und so entsteht eine kleine Schale mit Ausgießer. Ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen und möchte mich herzlich verabschieden. Auf Wiedersehen bei Holzwägen TV.